So, herzlich willkommen beim neuen Video zum E36, lang ersehntes Video von euch. Ich freue mich auch, wieder den Haufen zu sehen. Wir haben jetzt 8 Uhr in der Früh. Wir wissen nicht meine Uhrzeit, aber ist okay. Die Vorfreude treibt schon wieder raus. Bevor wir losfahren, ich habe jetzt gerade Bestellungen gemacht. Vielen Dank an der Stelle an alle, die im Shop so fleißig bestellen. Ich habe gerade einen Kunden gesehen, der übrigens 17 Mal bestellt hat im Shop. Vielen, vielen Dank. Das ist echt unnormal. Zurück zum Thema. Wir haben hier ein neues Fahrwerk für das GTR-Projekt von Caseboard. Hier haben wir, wusste ich auch gar nicht, dass die dabei sind. Und das Fahrwerk hatte ich, ein Federbein hatte ich einmal ausgepackt. Ich glaube, ich muss euch mal eben hier auf diesen schönen Kompressor abstellen. Das funktioniert ja schon besser. Ich hatte ja vorher ein KWV3 drin. Das war auch bisher, glaube ich, erst 200, 300 Kilometer verbaut. Wir haben uns dann mit Andi dazu entschlossen, ein Fahrwerk zu nehmen, was kürzere Dämpfer hat. Gerade hinten ist das Problem beim E36, dass man Feder und Dämpfer separat hat. Und das wollen wir halt mit dem Fahrwerk jetzt ändern. Da gibt es halt so Upside-Down-Dämpfer. Das ist hier zum Beispiel ein vorderer Dämpfer mit Uniball-Domlagern, mit dieser verdrehbar, also mit der Hülse. Sieht schon mal auf jeden Fall sehr, sehr sexy aus. Die gibt es von Caseboard auch auf Anfrage, glaube ich, in noch kürzer. Also man kann die noch kürzer bestellen. Die haben jetzt einen Verstellbereich von 50 bis 80 mm und das V3 von 30 bis 50 oder so. Also ist schon auf jeden Fall ein Unterschied. Ich blende euch mal die richtige Zahl von V3 ein. Ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und beim V3 ist es, wie gesagt, Feder und Dämpfer getrennt. Hier haben wir den nächsten Vorderachsdämpfer. Und wir werden jetzt gleich mitnehmen, weil wir machen uns gleich auf den Weg zu Annual Racing, zum Daniel. Und lassen da ein paar Sachen anfertigen. Und zwar ist ja der Übergang von Kotflügel zur Stoßstange. Muss man sich halt irgendwas überlegen, weil da hast du halt, klafft ein riesen Loch raus und da muss man halt sich irgendwas überlegen, ausdenken, konstruieren. Das wird dann der gute Job von Animal Racing sein, weil das ist für ihn halt einfach wirklich Kinderspiel. Das, was der da macht, das ist wirklich Hut ab. Richtig, richtig geile Arbeit und ich bin gespannt, was er da hinzaubert. Beim E36 GTR, beim Original, ist das nämlich genauso. Die Teile kannst du aber nicht kaufen. Und dadurch, dass mein E36 jetzt kein exakter Nachbau ist, unterscheidet sich das. Selbst wenn man die Teile vom Original bekommen würde, würde es trotzdem nicht passen, man müsste die bearbeiten. Hier haben wir jetzt den Hinterachsdämpfer, scheinbar sogar auch mit Uniball-Lagern. Und das ist wie gesagt so ein Upside-Down-Dämpfer. Der wird unten montiert. Du hast keine separate Feder und Dämpfer mehr, das ist alles jetzt in einem. Und dann können wir den Wagen auch wieder rollen, weil aktuell, der steht halt so tief, weil keine Dämpfer drin sind, beziehungsweise die sind ausgehangen und absolut nicht rollbar. Ne? Und dass der Daniel den auch wieder von der Bühne bekommt, müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir den wieder rollbar machen und gangbar machen. Ich packe jetzt den ganzen Krempel wieder ein, dann fahren wir rüber zum Daniel, 2,5 Stunden und dann kann es auch schon losgehen, also freue ich mich drauf, ja. Sehr, sehr geil. Ja, ansonsten war es das im Großen und Ganzen, was hier im Paket ist. Gutachten ist dabei. Und ja, weil viele fragen auch, ob das Ding überhaupt mal auf der Straße fahren wird. Ich hoffe es. Also beim Breitbau mache ich mir jetzt nicht so Gedanken. Beim späteren Motorumbau schon. Also mal gucken. Aber das noch zum späteren Zeitpunkt. Mal gucken, was das gibt. Jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen und fahren rüber zu Animal Racing. Bis später. Also ich scale jetzt mit ASAP, was ist das? Warte mal, das war ASAP Orange, genau. Das hat einen längeren Zeitfaktor, gerade wenn es draußen warm ist, dann nehme ich immer ASAP Orange. Dann habe ich so 2 Stunden Zeitfenster, um das in Ruhe hier einzusprühen, dann meine Marker drauf zu kleben und abzuscannen. Der Trick ist, ich klatsche da gerade richtig viel Zeug drauf, weil ich diese ganzen Spalten im Scan nachher brauche. Weil der Trick ist, in der Software, die wir benutzen nachher,
ist das ein Riesenvorteil. Ich brauche diese Lücken nicht manuell zu schließen, sondern kann per Mausknopf im Endeffekt einen Trick anwenden und wir benutzen dann diese Fläche nur als Schnittebene. Mhm. Also quasi deine Seitenwand ist nachher für mich nur eine Schere. Das heißt, ich könnte jetzt hier im Endeffekt nachher einen Klotz raus extrudieren und kann mit dem Scan, den ich nachher benutze, den ich aufgearbeitet habe in der Software, die ganze Fläche innenseitig scannen. Und darum geht's ja. Nach außen hin können wir nachher easy peasy modellieren. Das ist gar kein Thema. Hier die Kontur. Ne? Also hier die Schale, hier wo es runter geht, dann jeweils deine Leiste und alles. Und hier, das brauche ich als Schnittwerkzeug. Mhm. Wobei das jetzt aktuell ja eh richtig Käse ist hier, ne? Weil das ist ja hochwertige Stoßstange von Piep. Von Piep? Ja, ja, von Piep. Kenn ich. Das ist die gute. Ja, und wir wollen ja, bis wohin gehen wir? Warte mal, ich muss noch mal drüben gucken. Ja. Andi will, also bis ans Ende der Stoßstange, okay. Und das Coole ist, ich muss nicht putzen. Also früher gab es nur Kreidespray im Endeffekt. Das hast du drauf gemacht, dann war das wie ein Mehleimer. Und dann konntest du nachher aufwendig schön putzen. Und das verflüchtigt und halt selber, ne, mit der Zeit. Ist weg, ist einfach. Weg. Einfach weg. Ach, das ist ja, ja geil. Ja, sonst hast du was zu putzen, Alter. Wenn du jetzt auswaschen müsstest. Also früher der Kreidespray, alter Schwede. Da hast du echt Pain mit gehabt. Der Fritz von Acer fragt sich jetzt, ey Daniel, was sprühst du da so viel Zeug drauf? Das siehst du nachher, Fritz. Macht ab, ich sage dir. Das ist halt für einen Scanner ein Segen, ne? Weiß ist immer geil. Kann er einfach besser erkennen. Ja, wobei, der neue Combo hier von der Firma Shining. Ich mache hier voll die Werbung, merkst du das? Ja, ist doch egal. Ja. Hau raus, was hast du noch? Was isst du morgens? Erstmal meine Frau. Pass auf, jetzt habe ich hier, jetzt habe ich die kleinen Punkte. Aber egal, wir können die sogar mixen. Mit dem Scanner ist das kein Problem. Das sind meine Tracker. Das heißt, das ist das Orientierungsfeld, was wir jetzt kleben für den Scanner, damit er seine Laufbahn nicht verliert. Mhm. Ja, damit er mal weiß, wo er ist. Wenn wir mal das Tracking verlieren, brauche ich nur an eine Stelle zurückzugehen, wo ich schon gescannt habe. Und dann weiß der direkt, ah, okay, dann kann ich weiter scannen. Ah ja, okay. Da gibt es einmal die Größe, das sind die 3 mm. Und die wir gerade runtergeschabt haben, das waren die... Ja, aber das waren noch... Alten. Und ja, das waren noch, was heißt alte? Das sind, also es gibt Easy Removable. Die anderen waren richtig Easy Removable. Genau, die machen dich easy in die Psychiatrie. ja, das ist, wenn du so, keine Ahnung, Oberflächen hast, wo viel Öl oder sonst was drauf war, dann benutze ich die anderen, weil die haben eine höhere Haftfähigkeit. So, aber für sowas nutze ich halt die hier. Und das sind die 6 mm. Mhm. Na, davon kleben wir uns jetzt hier schön alles drauf. Möglichst auf gerade Flächen. Also nicht auf so eine Ecke hier, wo so ein Radius drauf ist, weil dann steht das Ding halt nicht flat, ne, oder kippt oder sowas. Und das ist nicht so gesund. Also möglichst immer schön gerade Flächen. Gerade Flächen bekleben. Ein fürs Auto, ein für die Oma. Ein fürs Auto, ein für die Mama. War jetzt der letzte, oder? Fertig! Ah, geil, Alter. Ging aber schnell. Ja. So, pass auf. Jetzt kenne ich erstmal die Marker ein. Das ist nämlich ein geiles Feature. Hier steht globale Marker-Scan. Das sind dann die globalen Marker. Wo, zeig mal. Globaler Marker-Scan. Sieht man das? Das reflektiert die halt voll, ne? Mhm. Nee, sieht man nicht. Nee? Because ich bin so dumm. Because. Ja. Das heißt, ich scanne jetzt nur die Tracker ein und das Programm macht dann im Endeffekt erstmal nur die Scanpunkte. Mhm. Also ich habe dann im Endeffekt den Tracking-Pfad von der ganzen Wand, aber ohne die Mesh oder die Punktewolke. Mhm. Das heißt, er scannt noch nichts vom Auto, nur die globalen Marker. Okay. Ja. Oh geil, ist ja so richtig. So, jetzt siehst du da, guck mal, rot, nur die Punkte. Das heißt, ich track mir jetzt den Pfad von den Punkten. Mhm. Und das gibt halt eine höhere, sag mal schnell, Messgenauigkeit nachher am Ende des Tages. Am Ende des Tages. Es ist schon fast Feierabend. Wir haben 23.15 Uhr. Es ist immer noch hell. Oh ja, geil. So, jetzt kann ich hier rum. Guck mal, in was für eine Geschwindigkeit hier. Krass, und der nimmt die alle. Weißt du? Und das ist nochmal, wenn du dich nochmal so richtig absichern willst. Dann machst du das. Genau. Mashallah. So. Mashallah, jetzt generiere ich mir im Endeffekt den Pfad. So, und jetzt sage ich ihm Punktewolke scannen. Jetzt fange ich an, das Auto zu scannen. Inklusive der Tracker, ne? Mhm. Aber die dienen mir jetzt nur noch als Referenz. Das ist mein Navigationssystem für den Scanner. Rechts abbiegen. Was für rechts abbiegen? Dieser GPS jetzt damit. Macht Sinn, ja, okay, ergibt ja Sinn, ja. Verstehst du? Ja. An der nächsten Ampel rechts abbiegen. So, und jetzt siehst du hier die Laserlinien. Guck mal, jetzt mal so. Da. Scheiße! Nobby, eine Wespe! Die hast du aber heute echt auf deinen Honigbeutel abgesehen. So, und da siehst du schon dein Auto. Tatsache, ey, wie geil ist das denn? Mega, ne? Und hier am Scanner sehe ich, guck mal. Krass. Das Grüne sagt, ich habe die perfekte Entfernung. Mhm. Zu nah. Ah, okay. Perfekt.
zu weit. Konnte das der Alte auch schon? Der Alte konnte das auch, ja. Aber du, das war eine ganz andere Technologie. Das, ist, das sind Laserlinien hier, mit denen ich scanne. Und der andere hatte halt so Lichtstreifen, nennt sich das, Scanner. Das war ein bisschen, also mit dem konntest du nicht die Präzision erreichen wie mit dem hier. So, jetzt siehst du hier deine Seitenwand mit dem Reifen, sogar bis unten hin, am Teil vom Auspuff. Das sind eigentlich Daten, die wir jetzt gerade nicht brauchen. Für mich ist wichtig halt, okay, wie breit muss ich hier mit dem Aufbau gehen? Das heißt, ich sehe hier dein Ende des Reifens. Alles, was ich nicht brauche, schneide ich einfach weg, damit ich nicht so einen hohen Datensatz habe. Weil im CAD ist das immer, du musst echt einen brutal starken Rechner haben. Den habe ich natürlich. könnte ich mir auch sparen, die Arbeit jetzt, aber ich mache es halt immer. Ne? So. Und jetzt gehen wir hin und sagen, man soll ja noch E36 erkennen, aber hier diese hässlichen Dinger, die können weg. Das kann ich stehen lassen, diese, siehst du, diese kleinen Fliegendinger hier? Das macht das Programm gleich selber. Dass er die weg rausfiltert? Ja, genau. Weil ich kann ihm dann sagen, okay, Kleinteile entfernen. Das kann ich von 0 bis 100% hochfahren. Und dann nimmt er halt alles weg, was unnötig ist. Ne? So, das siehst du jetzt. Pass auf. Optimiere Punktewolke. Also wir haben im Endeffekt eine Punktewolke gescannt. Also der Scanner macht 1,8 Millionen Punkte. So, und das ist im Endeffekt jetzt erstmal eine Punktewolke, die dann zu einem Mesh wird. Das Mesh sind nachher zusammengesetzte Dreiecke, ganz viele. Okay, und so Pfade, genau, Linien. Nee, Linien und nicht, das ist schon wie kleine Dreiecke, die aneinander gesetzt sind. Ja? Die kannst du aber immer noch nicht greifen. Also du musst im ersten CAD-Programm kannst du sie greifen, als STL-Datei. Nicht wirklich greifen, aber es gibt da Optionen, wie du sie schon anfassen kannst. Okay, ja, macht Sinn. So, jetzt optimiert, da siehst du auch, das Ergebnis ist gleich direkt ein ganz anderes. Das gerade war noch so ein bisschen gewittrig, ne? Genau, war so ein bisschen, war so Schüssel-Manissel. Schüssel. Das ist neu, diese kenne ich nicht, diese Worte. Guck mal. Na, das sieht schon mal anders aus. Ja. Jetzt auch so schön glatt alles, ne? Genau, können wir mal ein bisschen näher ranzoomen. Siehst du, und hier habe ich halt immer noch ein bisschen kleine Löchlein. Ja. Die kann ich aber gleich alle schließen. Ist das heftig, ey. Aber wenn ich dir gleich drüben, wenn wir in meinem Büro sind, zeige, was das andere Programm kann, schnallst du komplett ab. Also was das für ein Zeitersparnis für mich bedeutet, ne, das ist so, keine Ahnung, wie du beim Videoschnitt, du sitzt einfach 10 Stunden, dann stürzt dir das ab oder irgendwas und du kriegst einen Nervenzusammenbruch. Und jetzt meschen wir uns das Ganze. Jetzt kann ich ihn mir sagen, zum Beispiel Filter, ne, glätte das Ganze, maximale Dreiecke, macht er mir jetzt hier die Anzahl. Das ist eben das Mesh, was ich meinte. Kleine Löcher füllen, das macht er jetzt auch alles selber. Spitzen entfernen. Und Marker und Löcher füllen. Also im Endeffekt, die Marker werden zu Löchern, siehst du das? Weil die ja natürlich die Fläche verdeckt haben, die wir gescannt haben. Aber das Programm ist dann so intelligent und füllt das dann selbstständig auf. Guck mal, hier siehst du sogar die Struktur deiner Slicks. Leck mich, ey. Siehst du das? So genau ist das. So genau ist das, ja. Ist doch nicht normal. Für mich ist das richtige Raketenwissenschaft gerade. Mega, oder? Ja. So, und das bearbeiten wir nachher in einem anderen Programm einfach weiter. Na, guck mal, deine Heckleuchten sogar. Hier die Streifen. Könntest du jetzt eigentlich eine eigene bauen, ne? Ja, komplett. Nicht normal. Hier können wir alles selber bauen. Das ist ja das Schöne an dem Beruf. Selbst diese Welle hinten. Guck mal, das hatte ich vorhin gesehen. Ja. Der hat im Blech so eine Welle drin. Ja, und selbst die hat der da drin. Das Schlimme ist ja, im Scan erkennst du auch wirklich mangelnde Stellen, ne? Selbst im CAD-Programm nachher, wenn du kannst den Datensatz einfärben und kannst das dann über so eine Option Zebra-Muster, kannst du halt sehen, wie der Lichtbruch damit ist. Und dann siehst du, ob deine Seitenwand gerade ist, gut oder modelliert oder schlecht halt. Ne? Sollten wir bei dem Modell vielleicht nicht machen. Ey, ein bisschen Patina gehört dazu. So, das war's schon. Alter, das holt mich ja ab. Das ist ja krank. Krank, ne? Ja, dass der selbst das sieht, das siehst du ja mit dem Auge nicht. So, du musst dich dann schon richtig ins Licht stellen, um das zu sehen. Ja, und jetzt ist das in dem Programm fertig. Jetzt wird das exportiert quasi und dann in das nächste geladen. Ziehen wir uns das auf keinen Stick oder was? Doch, hier. Wie viel Gigabyte habe ich denn hier überhaupt? Ein Gigabyte. 32! 128 MB. Jetzt können wir das speichern.